Hallo, liebe Leser von magistus.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich nach einem Shooting meine Bilder sortiere, sozusagen die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Ich nutze dafür wieder Lightroom, indem ich alle meine RAW-Bilder importiert habe. Und ich nutze in Lightroom im Wesentlichen zwei bis drei wesentliche Markierungsoptionen, die verfügbar sind. Ganz wichtig, hier unten im unteren Bildrand die Sterne, dann hier die Farben. Für diese Farben habe ich mir verschiedene Bildsettings angelegt, in meinem Fall hier verschiedene Farben, die mir dann später anzeigen, was ich mit diesem Bild machen möchte. Und es gäbe noch hier als drittes die Fähnchen, über die ich zum Beispiel auch markieren kann, ob ein bestimmtes Bild gelöscht werden soll oder ich für eins nochmal eine besondere Aktion vonnöten befinde. Ich gehe am Anfang relativ simpel vor und bewerte erstmal alle Bilder, die ich sage, die kann man so lassen, die sind in Ordnung mit 3, also der Note 3. Dafür einfach die Taste 3 drücken, dann kriegt dieses Bild 3 Sterne. Gehe ich dann meine ganzen Bilder durch. Wenn mir ein Bild nicht so gut gefällt, wird es runterbewertet in der Skala, also zum Beispiel auf 2. Gefällt es mir wiederum extrem gut, wird es von vornherein gleich auf 4 bewertet. Und wenn es mir dann wiederum gar nicht gefällt, wird es mit 1 bewertet. Wobei das hier jetzt schon eine Auswahl auf relativ hohem Niveau ist. Ich habe natürlich vorher schon ein bisschen vorsortiert. Hier gefallen mir einige Bilder wirklich ausgesprochen gut. Bei anderen würde ich sagen, ja, okay, muss aber nicht unbedingt in die Auswahl rein. Wir haben hier dann einige Bilder, die zu bewerten sind. Das kann bei einem Shooting schon ganz schön mühselig sein. Allerdings noch viel schlimmer wäre es, wenn ich überhaupt nicht sortieren würde und einfach nur meine Bilder einfach so auf die Platte knallen würde. Ich müsste jedes Mal wieder neu überlegen, welches Bild müsste ich bearbeiten, auf welches Bild möchte ich einen speziellen Augenmerk legen, wo sind meine Highlights dieses Shootings. Nachdem ich die ganzen Bilder durchgegangen bin, kann ich natürlich jetzt mir hier mal in der Vorschau anschauen, welche Bilder ich hoch, tief und so weiter bewertet habe, was ich auf jeden Fall zum Beispiel bearbeiten möchte. Oftmals ist es dann so, ich mache mal die Auswahl einen Ticken größer, damit man auch ein bisschen mehr sieht, was jetzt meine Highlights wären. Da sehen wir hier schon mit 4 Sternen diese zwei Bilder, finde ich sehr cool. Die habe ich sehr hoch bewertet, genauso wie das Bild hier unten. Von diesen Bildern habe ich dann oftmals sehr viele. Hier in diesem Beispiel könnte ich jetzt sagen, möchte ich nochmal ein bisschen tiefer mir überlegen, sind die wirklich zur Auswahl bereit? Hier sage ich, das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ebenso wie dieses, auch das würde ich nochmal hoch bewerten. Zusätzlich habe ich jetzt die Möglichkeit, mich von vornherein zu entscheiden, also mir schon eine Art Bearbeitungsschlange, Bearbeitungsqueue aufzubauen, indem ich zum Beispiel farblich markiere, welches Bild ich auf jeden Fall bearbeiten möchte. Das habe ich hier mir über dieses Farbset angelegt und markiere das mal hier als Auswahl zur Bearbeitung, genauso wie dieses Bild. Zusätzlich ist es so, dass bei mir die Modelle bei TFB-Shootings auf CD ebenfalls die Bilder bekommen und ihre eigene Auswahl treffen können. Sprich, die können sich 1, 2, 3 Bilder auswählen, die ich für sie bearbeiten soll. Auch das markiere ich mir natürlich hier in meinen Bildern. Zum Beispiel, indem ich hier Model Selektion Modell 1 auswähle. Das andere Modell hat vielleicht dieses Bild hier für sich ausgewählt. Und auch das selektiere ich dann natürlich mit einer Farbe, die ich vorher definiert habe. Und so kann ich jetzt ganz genau zum Beispiel über den Filter sagen, zeig mir nur die Bilder an, die hier mit 5 Sternen oder mit 4 Sternen bewertet sind. In unserem Fall sind 4 Sterne nur diese zwei Bilder, sind auch gleichzeitig meine, die ich selber ausgewählt habe zur Bearbeitung. Unter 4 Sternen fällt auch noch das Bild vom Modell, das bearbeitet werden soll. Und so habe ich meine gesamte Shooting-Liste relativ gut markiert, habe ich immer wieder im Zugriff, auch in der späteren Vergangenheit, wenn ich mich vielleicht an das Shooting gar nicht mehr so genau erinnern kann. Wir schauen zurück auf meine Gesamtliste der Bilder, machen wir es nochmal ein bisschen kleiner. Und bei dieser kleinen Anzahl, die ihr jetzt hier seht,
geht es natürlich noch relativ simpel, jedes Mal neu zu gucken, welches Bild möchte ich bearbeiten. Aber bei einer größeren Liste an Bildern hilft es natürlich ungemein, selber Ordnung zu halten und genau zu wissen, welche Bilder stehen denn noch zur Bearbeitung an, für wen bearbeite ich die Bilder und welche Bilder sind vielleicht nicht so toll, kann ich vielleicht irgendwann auch mal löschen, etc. Das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Würde mich auch interessieren, wie ihr eure Bilder sortiert. Das könnt ihr gerne hier auch als Kommentar hinterlassen.